Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Gas Station Simulator. Und wir müssen gleich mal jemanden an die Werkstatt schicken. In die Werkstatt meine ich. Ich habe nachgeguckt, der Prozessorlüfter ist tatsächlich irgendwie leiser geworden. Ich weiß auch nicht warum. Aber er dreht mit derselben Geschwindigkeit, sagt das System. Dementsprechend, ich habe jetzt mal ein Fenster geöffnet, um hier ein bisschen frische Luft reinzulassen, weil das hier ein bisschen warm wird. Weil der Prozessorlüfter soll laut dem lustigen Gadget, was ich hier habe, Moment, das ist gar nicht richtig hingescrollt, kann ich nicht sehen. Doch da. Ja, so um die 90, 95 Grad. Dementsprechend sind alle Cores ausgebremst. Das ist jetzt nicht so gut. Aber, ja. Geht schon. All. Tatü, tata. Die Feuerwehr ist da. Place all. Haben wir jetzt eigentlich Tabak? Ja, haben wir. Wie sieht's mit Alkohol aus? Haben wir nicht mehr. Zeitung. Nein, ich wollte die Zeitung da nicht wegnehmen. Nö, alles voll. Wie sieht's hier mit Zeitung aus? Habe ich ja gerade aufgefüllt. Gut, Kasse ausruhen. Oh, der ist fast ausgeruht. Das heißt, den können wir einmal, Ricardo, mal sehen. Schicken wir den mal, zu den Autos reparieren. Mayumi ruht sich aus. Diese Fische. Ach, echt, wo die auch immer herkommen. Ach ja, ich wollte eigentlich ja ein neues, neue Tanke, also neuen, nee, Moment. Hier, Einrichtung, sonstige. Da wollte ich ja einen neuen Parkplatz. Genau, neun. Was? 509? Na gut. Vielleicht kaufen wir auch erstmal eine weitere. 450, das gibt's doch wohl nicht. Kann ich mir nichts leisten hier. Bin ich pleite wie eine Kirschenmaus. Kennt man den Ausdruck heute noch? Ja, ich weiß. Das brauchst du mir nicht neu jeden Tag sagen. Oh, und wir brauchen Kraftstoff. Das war zu früh. Wir brauchen Kraftstoff. Kraftstoff vom Kraftwerk. 500, kostet 400. Können wir uns nicht leisten. 380 können wir uns auch nicht leisten. Ich glaube, da müssen wir noch kurz warten. Bis irgendjemand irgendwo Geld verdient hier für mich. Hier ist aber auch nichts los. Voll Müll. Bin ich hier der Einzige, der den Müll rausbringt, scheinbar. Also den Müll leer macht. Rausbringt tue ich ihn nicht. Das bleibt hier schön liegen. Irgendwie kann ich das Regal hier auch mal nach... Sag mal, was ist denn hier los? Was? Bullseye? Moment. Moment. Ich will das da drauflegen. Ich will das näher betrachten. Liegt das jetzt? Ja. Was ist das? Bullseye Texas Barbecue. Okay. Hüp. Keinen Müll. Müll. Kunden an Kasse. Das ist ja klasse. Wir brauchen noch ein bisschen Kohle. Bisschen Asche. Ach ja, ich wollte ja auch noch den... Ja. Das Problem ist, Leute, ich kann euch nicht voll tanken, weil ich muss Treibstoff bestellen. Aber das kostet Geld. 43%, Level 5. So. Hüpp. Ich sollte vielleicht auch mal den Timer starten hier. Weiß ich gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufgenommen habe. Naja, machen wir bis... Ich mache bis 10 Minuten und dann mache ich auf YouTube eine neue Folge. Vor allen Dingen, das klingt so komisch. Dann mache ich auf YouTube eine neue Folge. Ihr seht das wahrscheinlich auf YouTube. Von daher... Denkt ihr euch so... Na, wovon redet der Schwachmat? Apropos Schwachmat. Diese obdachlose Matratze muss ich da mal entfernen. Und auch einen Schrank. Ja, ist ja gut. Fahr mich doch nicht gleich platt, Junge, mit deinem Oldtimer. Können wir das eigentlich da draufstellen? Nein. Schade, ich dachte, der fährt jetzt unseren Müll weg. Ah, schade. Ich dachte eben, das wäre ein Grill, aber das ist ein Betonmischer. Klonk. So. Das war nicht so gedacht. Ja,
So, was haben wir hier noch? Einkaufswagen. Ein Brett. Achso, ein Brett vom Kopf. Hüp. Ah, das war knapp. Versuchen wir es mal mit dieser Europalette. Hüp. Nein. So. Die ist ja auch mitten in der Lampe gelandet. Da. Früher konnte man mit der Latte die Autos, aber das haben sie deaktiviert. Das ging mal in einer der allerersten Versionen. Das habe ich dann auf YouTube gesehen. Stattdessen haben sie halt den Besen eingebaut. Sag mal, wie sieht's hier denn wieder aus? Raus mit dem Müll. Zählt das eigentlich, wenn ich den Müll einfach nur rausfege? Boah, die hat mich gerade eben so mit Zombie-Augen angeguckt. Hier ist das so mega hell. Irgendwie fehlt hier eine Lampe. Ach ja, ich wollte ja einmal Benzin. Kraftstoff. Alles. Bestellung. Jetzt haben wir noch 154. Ausruhen. Sag mal. Okay, Charlotte an der Kasse. Wir bezahlen mal alle. Und schicken sie mal zum Reinigen. Reinigen. Und sie hier dann an die Kasse. Ricardo repariert. 11 von 25. Zwei Kunden an Kraftstoff. Ich muss hier Trinkgeld rausholen. Perfekt. Oh, nein. Nein, 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 nein. Ich darf nicht tanken. Ich darf nicht tanken. Wir haben nicht genügend Treibstoff. Ich darf nicht tanken. Ich muss auf Herrn Elon, Herr Musk warten. So, ich bleibe jetzt einfach hier stehen und warte, bis der da ist. Ja. Läuft Mayumi an mir vorbei? Nee, kann wohl nicht angehen hier. Gut, ja. Ich habe es übrigens immer noch nicht hingekriegt, mir irgendwie mal was zu basteln, dass ich sehen kann, wie viel Zuschauer ich habe. Also ob ich mehr als 0 habe. Also, falls ihr das hier, ihr seht das wahrscheinlich auf YouTube, das Ganze hier wurde live gestreamt als Live-LP und falls ihr mal mit dabei sein wollt, dann guckt doch auf meinen Twitch-Kanal. Wenn ich ihn jetzt einblenden könnte, würde ich ihn einblenden. Wow. Du hast echt Probleme mit deinem Schlauch, Herr Musk. Oder darf ich dich Elon nennen? Darf ich dich Elon nennen? Ah, wie ich es mir gedacht habe. Nix drin im Korb. Nun können wir wieder tanken. Warte auf die Bestellung. So. Ja. Ach. Ich kann das so rumgehen. Der LKW ist da. Nee, er ist weg. Der Herr Musk liefert ja. Ja, ich hab dich im Blick. Ich beobachte dich. Ich sehe das genau, was du da machst. So. Also die Tankstelle hat er jetzt quasi, hat sich so selber im Griff. Da müssen wir jetzt nicht mehr viel machen gerade. Können wir hier auch noch Müll wegräumen? Hep! Hätte ja treffen können, aber ist wahrscheinlich drüber hinausgeflogen. Wo sind die gelandet? Ups, da ganz hinten. Joa. Versuchen wir es doch nochmal. Höp. Zack. Oh, das war knapp. Das war wirklich knapp. Das war wirklich knapp. Hep. Yes. 11,58 Meter war das weiteste. Hier ist aber wieder kein Müll, den wir wegwerfen können. Ich hänge fest mit dem Fuß an einem Stein. Hier hat Sand hingeweht? Schön. Soll ich das? Ich weiß nicht.
Ich streiche das, glaube ich, nicht, oder? Nicht, dass es hier bup nochmal erweitert wird. Mal das hier. War das das Rot? Ich kann mir die Farben einfach nicht merken. So. Sieht irgendwie heller aus. Aber das war nicht das, oder? Ah, das hatten wir gerade. Vielleicht das hier? Nö, das ist heller. Hä? Oder ist das das Gleiche? Ich sehe da gerade keinen Unterschied. Ich bin auch vielleicht einfach nur blind. So. Na? Nee, ist heller. Also das war's nicht. Das hier war's auch nicht, oder? Doch. Das war's. Das war die Farbe. So. Ja gut, ich streiche die Seite jetzt auch mal. Das müsste hier die Rückwand von dem Laden sein. Das Klo wird ja in einer anderen Farbe gestrichen. Okay. In der Sonne sieht die Farbe ganz anders aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Welcher Farbe hatten wir das Klo denn gestrichen? In Orange. War das das Orange? Sind das verschiedene Orange? Oder ist das verwittert? Das ist ein dunkleres Orange. Oder? Ja, das ist ein dunkleres Orange. Ich drücke immer die falsche Taste. War das das? Ja, das war's. Das sieht in der Sonne noch viel heller aus. Uch, habe ich mich schon wieder angespritzt. Kasse reparieren, ausruhen. Okay. Läuft ja aktuell. Ich glaube, ich muss nur irgendwann beim Reparaturdings wieder Sachen kaufen. Ich weiß auch gar nicht, verbrauchen die Dinger? Oder ist das nur, wenn ich das mache? Weil die Reifen waren ja plötzlich weg, aber das Auto, was da weggefahren ist, hatte keine reparierten Reifen. Und die Säulen hatte ich auch in irgendeinem dunkleren Orange gestrichen. Ich drücke mal dieselbe dämliche Taste. Hatte ich die in dem Orange gestrichen? Ich muss mir das mal merken, so viele Farben gibt es hier nicht. Ja, das Orange. Das Orange war das. So. Ah, komm. So. Ja. Geht doch. So, bloß die Säule ist jetzt in dem gleichen Orange wie die Wand. Oder sieht es im Licht wieder anders aus? Nee, ist ein anderes Orange, oder? Ja. Finde ich aber cool, das Orange. Ich glaube, damit streiche ich hier alle von diesen Säulen. So. So. Ja. Finde ich, sieht gut aus. Die Säule habe ich gestrichen. Die habe ich gestrichen. Hier ist keine mehr. Die habe ich gestrichen. Hier ist auch keine. Die habe ich ja blau. Aber hier gibt's. Doch, hier gibt es auch so Säulen. Aber die habe ich blau gemacht. Dieses Vordach hier kann man nicht streichen. Hier habe ich alles soweit einheitlich. Der hat ja schon wieder alles aufgebraucht. Keine Spritzen mehr, keine Spiegel mehr, keine Reifen mehr. Sag mal. So, Reifen. Zwei. Wie viel haben wir jetzt an 930? Macht er da gerade eine Autoreparatur, ohne dass er Sachen hat?
gibt aber kein Geld dafür. Also er repariert das, aber es gibt kein Geld. Die Kundin ist jetzt nicht unzufrieden gewesen. Warum macht denn hier wieder keiner den Müll? Klar, Mädel, geh auch genau zu dem Müll, wo... Ausruhen, ausruhen, Kasse. Sag mal, was ruht ihr euch denn alle wieder aus hier? Einmal bezahlen, spreche, Aufgabenliste, Autos reparieren. So, wenn der Typ ausgeruht ist, dann wird er hier wieder putzen. Ich glaube, ich bin effizienter im Putzen. So, vor allen Dingen, weil ich auch einfach durch die Leute durchlaufe. Ach, hier war nix. So. Ach, hier hauen wir alle. Ah, hier hauen wir einfach alle rein. Hier ist Kreuzwort und Kochecke. Ah, nein, voll. Komm hier, Hep. Nein, das gibt's doch nicht. Ich bin so unglücklich im Werfen. Ich treffe nie. Nie und nimmer treffe ich hier irgendwas. Ja. So muss das laufen. Trinkgeld am laufenden Band. So. Ich drücke einfach mal auf Neustarten bei dem Timer nebenbei. Wundert euch nicht, wenn auf wenn die Folgen hier ein wenig anders geschnitten sind, beziehungsweise keine Produkte mehr, keine Produkte mehr, keine Produkte mehr. Ich brauche Eis. Ich muss als erstes Autoteile bestellen. Reifen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 1, 2. Wie viel habe ich jetzt zusammen? 780. Kann ich mir immer noch nicht leisten. Machen wir einen Reifen weniger, zwei Reifen weniger. Ja, das geht. Zack. Auf dem Weg zur Tanke. Dankeschön. So, Herausforderung. Was müssen wir noch machen? 60 Kunden betanken. Boah, noch über 100 Kunden bedienen. Ah, die Hälfte der Fahrzeuge haben wir schon repariert. Und Trinkgeld, naja. Diese schwebenden Sachen hier. Das ist so diese Schandecke, der Schandfleck des ganzen Ladens. Ich glaube, ich sollte hier auch mal streichen. Was hatte ich da gemacht? Dieses Bordeaux. So. So. War das das? Nee. Oder? Nee, das war eine andere Farbe. Ha. Der Kassenbereich, den haben wir in der Farbe? Die Säule hier kann man nicht machen. Nö. Na, egal. Hinter dem Kühlschrank, da guckt eh keiner. Haben wir noch Getränke? Nö. Haben wir noch Chips? Nö. Eis haben wir nicht mehr, Zigaretten haben wir nicht mehr, Alkohol haben wir nicht mehr, Zeitung haben wir aber auch haufenweise. So. Ist auch noch alles voll. Yay. Da würde ich sagen, kann man jetzt eigentlich nur noch zugucken, wie hier die Zahlen so ein bisschen, das ist jetzt so ein bisschen grindy an dem Spiel. Soll heißen, ich werde wahrscheinlich noch mehr Fahrzeuge betanken müssen, weil ich das mit dem Trinkgeld nicht hinbekomme. 32. Ich habe 10. 10 mal Trinkgeld habe ich verpasst. Es sei denn, die Angestellten kriegen auch irgendwo Trinkgeld. Aber ich sag mal so, wenn wir die 25 Fahrzeuge repariert haben, werde ich den da wegbeordern, dann wird da keiner mehr irgendwie Fahrzeuge reparieren müssen. Ohne Teile. Apropos ohne Teile. Die Teile sollten da sein. Jo, Car Parts. So. Hüpp. Und zack. Jo. Ah, vielen Dank. Das war's schon. So. Ich muss mal einen Schluck trinken hier.